Oh, das ist irgendwie schief, oder? Wir machen so 3, 2, 1 und sagen so, hallo! Okay. Hallo! Hallo! Und willkommen zurück hier bei Tech 19. Hallo, Und ich bin Janina. Und wir haben ja vor kurzem einen Kurzfilm gedreht, und zwar Die Sonne scheint. Wir haben auch schon ein paar Videos dazu gemacht. Und ich habe auch ein bisschen den Tag vor Drehbeginn dokumentiert, weil da hat man ja meistens noch einiges zu tun. Ja, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Viel Spaß. Aber gut. So, ich habe jetzt alles runtergetragen. Oh, das ist ein bisschen bläulich, ne? Und jetzt transportiere ich die Requisiten mal zu unserer Drehlocation. Wiebke hat mir geholfen, die Requisiten zu tragen. Wiebke macht praktisch zweite Aufnahmeleitung am Set. Wir machen zusammen noch Setdesign und Wiebke macht noch Catering. Also eigentlich machen wir es zusammen, nur ich kann nicht kochen, deswegen. So sieht das Büro jetzt aus. Haben wir das nicht gut gemacht? So sehe ich aus. Wie spät ist es jetzt? Oh mein Gott. Gut, okay. Ich hatte gestern schon kurz angerufen. Vielen Dank. Der letzte Tag ist meistens sehr viel rumtelefonieren, rumplanen. Ich muss noch den kompletten Drehplan machen, noch die Dispositionen machen für die nächsten Drehtage oder zumindest schon mal vorbereiten. Also das sind halt so Blätter, wo die ganzen Informationen zum Dreh draufstehen. Die Kontakte von demjenigen, der Aufnahmeleitung macht, so welche, wo man hin muss, wo man parken kann, wie lange der Drehtag dauert, wann alle da sein müssen und so. Das sieht alles auf einer Dispo drauf. Wir müssen noch das Catering einkaufen für morgen. So, ich habe jetzt den ganzen wundervollen Drehplan gemacht. Wir haben es jetzt auch versucht, halt wirklich so zu planen, dass es nicht länger, definitiv nicht länger dauern wird, als es geplant ist. Aber irgendwie dauert es immer länger, als es geplant ist. Das ist richtig schwierig einzuschätzen, vor allem wenn man halt noch am Anfang des Studiums steht. Mein Kopf ist gerade voll wirrwarr, weil ich gerade für den zweiten Drehtag auch die Maskenplanung und die Kostümplanung mache. Und am zweiten Drehtag haben wir halt, drehen wir, glaube ich, irgendwie 3 bis 4 verschiedene Szenen. Die Szenen haben teilweise Anschluss an andere Szenen vom Vortag oder von Tagen, die noch kommen. Und die Darstellerinnen müssen halt mehrfach in die Maske und sich umziehen und so. Und damit das da alles reibungslos abläuft, plane ich das gerne alles direkt voraus. Weil wenn man vor Ort dann so überlegen muss, hä, was hat sie jetzt da an und hat es einen Anschluss an eine andere Szene, dann wird es nicht. Dadurch, dass ich letztes Mal mit Kindern gedreht habe, habe ich mir so voll angewöhnt, so alles so easy wie möglich zu machen für jeden. Deswegen weiß ich nicht, ob ich vielleicht manchmal auch ein bisschen übertreibe. Ja, die sollen sich mal schön auf ihr Spiel konzentrieren und nicht überlegen müssen, was sie anziehen. So. So, es war gerade mega peinlich, weil ich geblockt habe und dann ist Martin reingekommen. Martin ist so hier der, ich habe gerade gelernt, offiziell heißt es Laboringenieur, aber er ist praktisch so das Mädchen für alles. So, der hilft uns immer bei unseren Projekten. Richtig, richtig cool. Genau, ich wollte nämlich gerade anfangen, darüber zu reden, dass der letzte Tag vom Dreh ist eigentlich immer der Tag, wo alles so zusammenbricht. Wenn man hat so hohe Erwartungen an den Dreh und dann am Tag vorher, wenn man alles noch organisieren, bemerkt man, oh, das klappt nicht, das klappt nicht. Wir bekommen die Requisiten nicht mehr, das und das ist nicht mehr so cool. Und deswegen habe ich auch das Gefühl, dass am Tag vorher so, entweder man ist so super nervös oder die Stimmung ist so mega down. Das ist, glaube ich, ganz normal so. Ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist, kann man auch besser damit umgehen. Ich habe auch generell das Gefühl, beim Drehen ist es immer so eine Auf- und Abkurve. Man hat so voll die hohen Erwartungen und dann sieht man, oh, es ist gar nicht, es wird doch nicht so cool. Und dann im Schnitt denkst du dir, oh, es ist schon. Also entweder denkst du im Schnitt so, okay, tschüss. Tschüss, Film. Kann man wegschmeißen. Oder, und dann irgendwann kommst du aber wieder zu dem Punkt, wo du denkst, oh, ist schon cool. Und dann am Ende ist man hoffentlich halbwegs überzeugt von dem, was man gemacht hat. Man darf sich einfach am Tag vor dem ersten Drehtag nicht so runterbringen lassen. Wie ist die Stimmung so? Ja, besser jetzt. Ich habe geschlafen. Jetzt müssen wir die dümmste Arbeit eigentlich machen. Equipment wiederum. Okay. Film macht so viel Spaß. Wir und Steffi sind jetzt noch am Foto-Storyboard-Zeug machen. Oder nochmal genau die Shots durchgehen. Ist es schon 8:30 wieder. Ist ein bisschen schwierig, weil wir eigentlich auch voll ausgeschlafen sein wollen für morgen. Es ist halt einfach so viel zu machen und irgendwie geht es nicht anders. So, es ist jetzt schon spät geworden. Sophia ist gerade noch am Überlegen, in welchem Farbprofil sie dreht, weil willst du das sagen? Weil wenn ich das sage, kauft mir das keiner ab, dass ich Ahnung habe. Ich habe auch keine Ahnung. Aber was überlegst du denn? Ob ich in Estland drehen soll, ich habe es noch nie gemacht. Das ist Life-Struggle. Es ist echt so, wenn man dreht, man hat einfach keine Zeit mehr für irgendwas. So, wir müssen eigentlich noch die Küche putzen. Dann müssen wir hier sein. Ich hab
7.30 Uhr. Also ich würde jetzt auf jeden Fall zurückgehen, weil ich Robin eigentlich gesagt habe, dass wir um 9:30 zum Ausdrucken kommen. Production Office open von 9 Uhr bis 11 Uhr. Nimm das. Oh, ich bin so fertig. Dein Wir haben gerade 23.31 Uhr. Ja, jetzt sind wir hier gerade bei Robin und drucken noch natürlich alles für morgen aus. Ich habe mir übrigens... Du musst alles pixeln, wenn du die Namen so... Und ich habe mir übrigens ein wundervolles Klemmbrett gekauft. Das ist ein bisschen, wenn du unprofessionell bist. Aber ich glaube, die Tinte ist leer. Sind es leere Blätter oder wie? Das sind leere Blätter hier. Der Drucker hat Burnout. Natürlich, was passiert? Der Drucker geht nicht mehr. An so einem wichtigen Tag. Und jetzt, zur Feier des Tages, um wie viel Uhr haben wir? Jetzt dürfen wir noch die Küche aufräumen. Schön, Jenny, das machst du gut. Ich mach das auch, aber wie meine Mama würde sagen, du siehst doch gar nichts. Und es ist wirklich warm. Wir haben nicht mal Licht in der Küche, also good job. Es muss nur so aussehen, als wäre es geputzt. Jetzt geht's dann auch langsam ins Bett. Es ist jetzt 5:05 Uhr. Ich finde, Wecker 6:15 Uhr ist sogar noch voll okay. Ich meine, in der Schulzeit bin ich auch immer um 6 Uhr aufgestanden. Ich versuche nur eigentlich immer 9 Stunden Schlaf am Tag zu bekommen. Gut, und das war mein kleines Mini-Video vom Tag vor Drehbeginn. Ich kann nicht mal ein motiviertes Outro drehen, so kaputt bin ich. Aber ich sag mal einfach tschüss. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich habe ja den Tag vor Beginn der Dreharbeiten gefilmt und jetzt dachte ich, muss ich noch auf jeden Fall kurz das filmen. Es ist jetzt nämlich der Morgen nach dem letzten Drehtag und es ist so krass gut gelaufen. Ich bin gerade so krass glücklich und es ist irgendwie, wir hatten halt so eine coole Crew, so den perfekten Cast. Ich pack's noch gar nicht, dass ein Dreh überhaupt so gut laufen kann. Das war auch so eine gute Aufteilung, wie wir das gemacht haben. Also, dass ich so das Skript geschrieben habe und Steffi die Regie gegeben habe, Sophia die Kamera, weil ich die beiden halt so krass vertraue, dass ich weiß, ich kann denen so mein Skript einfach geben und es wird super nice werden. Ich bin einfach so happy gerade. Ich habe richtig Bock, es einfach ein neues Skript zu schreiben, das ist genau in der Konstellation, das nochmal zu machen. Ich bin so froh, dass Steffi, Sophia und ich uns so gefunden haben und jetzt so ein Kreativ-Trio sind. Und weil wir können einfach so gut miteinander und wir können auch, ich finde, dass wir alle halt richtig Bock haben, in unseren Gebieten besser zu werden, jetzt viel zu machen und auch mal mehr zu machen, als wir müssten, weil es einfach halt, weil wir Bock drauf haben. Ich muss, ich kann.